Wenn du eine substanzielle Menge an Bitcoin hast, dann ist es auf jeden Fall ratsam, ein Hardware-Wallet zuzulegen. Und da es nicht notwendig ist, das Rad neu zu erfinden, da es genug Inhalte, Lernvideos, Lernprogramme gibt, wie zum Beispiel von BTC Sessions, habe ich mir gedacht, es wäre eine gute Möglichkeit, dieses Lernvideo von BTC Sessions zum Thema, wie man ein Hardware-Wallet, ein Bitcoin-Hardware-Wallet nutzt. Im konkreten Fall geht es um den Kobo Vault. Ja, und ich werde zwischendurch auch die verschiedenen Teile, die BTC Sessions erklärt, kommentieren, vielleicht auch ergänzen, falls notwendig, und freue mich schon auf diese Episode, die jetzt auch live ausgestrahlt wird. Okay, ich bin gleich zurück. Gut, dann herzlich willkommen zur weiteren Episode von The Total Connector. Mein Name ist Keyvan Navani, ich bin der Host der Total Bitcoin Podcast Show und der Total Connector Show. Und wir gehen gleich die Lernsession von BTC Sessions und wollen das gleich mal übersetzen. So, also zunächst einmal zu BTC Sessions. Das ist der Ben. Ihr könnt ihn auf Twitter finden, auf BTC Sessions. Sein YouTube-Channel ist youtube.com/c wie Cäsar/BTC Sessions. Er liefert wirklich wundervolle Inhalte, Tutorials, Lernvideos, Lernprogramme. Und alles, was auch irgendwie technisch schwer erklärlich ist, manchmal besonders für die durchschnittlichen Anfänger, Anfängerinnen von Bitcoin, Nutzer von Bitcoin. Okay, also er hat ein Video gemacht und zwar am 21. Juli 2020 mit dem Titel Deutsch übersetzt, wie man ein Hardware-Wallet, ein Bitcoin-Hardware-Wallet nutzt. Im konkreten Fall geht es um den Kobo Vault. Der Kobo Vault ist ein unter Anführungszeichen luftdichter Open Source Bitcoin Hardware Wallet mit einem Sicherheitselement. Ich werde dann auch noch darauf zurückkommen, auf den Begriff Air-Gapped oder luftdicht. Diese Hardware Wallet erlaubt eine sichere Verwahrung oder Aufbewahrung deiner Bitcoin in einer Offline-Umwelt oder unter Offline-Bedingungen. Indem er vor allem das Risiko des Bitcoin-Diebstahls durch bösartige Täter oder Akteure reduziert auf ein Minimum, beziehungsweise vielleicht sogar beseitigt. So, ich werde das Video immer wieder vielleicht mit einer eineinhalb doppelten Geschwindigkeit abspielen. Mir geht es auch vor allem um die Essenz des Inhalts oder um die verschiedenen technischen Prozedere, die man hier befolgen müsste. Vor allem, wenn es eben um den durchschnittlichen Nutzer geht, der vielleicht zum ersten Mal mit einem Hardware Wallet zu tun hat. Wollen wir gleich hineingehen? Ich werde den Bildschirm mal vergrößern von BTC Sessions. Und werde das gleich mal abspielen. Also hier geht es um das anfängliche Setup oder Initial-Setup des Hardware Wallet Kobo Vault. Und um nochmal auf den Begriff luftdichter Hardware Wallet zurückzukommen, luftdicht bedeutet, es hat keine Verbindung zum Internet. Das heißt, weder über USB oder Bluetooth oder sonst irgendetwas. Es ist absolut luftdicht. Das heißt, es arbeitet wirklich nur über QR-Codes. Also hier ist der Kobo Vault. Vorne habt ihr das Display gesehen, hinten ist der Fingerabdrucksensor und auch eine integrierte Kamera. Der Kobo Vault heißt also
spezifisch heißt der Cobalt Pro. Den habe ich selbst übrigens getestet, wirklich relativ intuitiv, einfach zu handhaben, haptisch auch gut in der Hand. Übrigens, der Cobalt kommt mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku bzw. mit einem Deckel, wo eben drei AAA-Batterien hineinpassen. Und es hat auch eine magnetische Haftung oder magnetischen Anschluss. Das heißt, es fügt sich sehr leicht und also man könnte was sagen, automatisiert an das Wallet dann an. Also in dem Fall sind es dann vier AAA-Batterien. Ich bilde mir ein, bei mir ist es, vielleicht ist es, sind es eine andere Serie, aber bei mir bilde ich mir ein, es waren drei AAA-Batterien. Also so fügt es sich ganz geschmeidig an. Und so kann man das einschalten. Oben rechts, sozusagen, wenn man das Display vor sich hat, oben rechts ist der Knopf. Da muss man manchmal vielleicht einige Sekunden länger draufhalten. Ist vielleicht variiert, aber gewöhnlich geht es ganz schnell, die Aktivierung. Und natürlich erscheint einmal das Display mit der sozusagen der Standard- oder bei Default-Sprache Chinesisch. Das heißt, man sollte es, ich nehme an, es wird dann in Zukunft auch in mehreren Sprachen das auch geben, also vielleicht auch auf Deutsch oder in anderen Sprachen. Also man selektiert dann die entsprechende Sprache, in dem Fall nur Englisch. So, und da gibt es dir schon die erste Instruktion, wie du dein Hardware Wallet validieren oder verifizieren kannst. Da steht auch der spezifische Link dazu, wie man das Ganze sozusagen mit einem QR-Code dann scannt und das eben auf der Website dargestellt wird. Dann muss man eben den Code, der angezeigt wird, in dein Cobalt also auf der Website von Cobalt, auf der offiziellen Website für die zwecks Authentifizierung eingeben und falls die Authentifizierung scheitern sollte, dann ja, solltest du das Gerät auf jeden Fall nicht benutzen, weil dann bedeutet es, dass es damit in irgendeiner Weise manipulativ gehandhabt wurde oder wie auch immer. Also, du aktivierst also die Kamera, um eben den QR-Code zu scannen. In dem Fall zeigt es an, der Authentifizierungscode deines Gerätes lautet so und so, ja, mit einem spezifischen Authentifizierungscode. Und diesen Verifizierungscode oder Authentifizierungscode solltest du dann auf der offiziellen Website der Authentifizierungsseite eingeben, um dein Gerät dann auch dementsprechend zu authentifizieren. So, somit den Code hast du eingegeben, dann kriegst du sofort die Bestätigung, authentifiziert, dein Gerät ist gesichert oder auch einfach sicher. Und dann gibt es noch irgendwann einen Hyperlink zum Quick Guide, wie man den Cobalt generell nutzen kann. So, auf dem Gerät gehst du dann auf Success, also Erfolg, ja, bestätigt sozusagen. Und hier gibst du dann auf den nächsten Schritt dein Passwort ein. Es muss mindestens 10 Charakter, also Symbole haben oder Zeichen haben. Und sowohl also Kapital, Großbuchstaben als auch Kleinbuchstaben und Zahlen beinhalten. Und Symbole sind natürlich erlaubt und es ist von Fall zu Fall sensitiv. Also, ja.
So, und dann bekommst du noch sagen, nochmal eine Bestätigung. Danke, dass du Cobalt gewählt hast. Berühre den Knopf, kreiere ein Tresor, aus dem Mangel aus einem besseren Wortes. Vault bedeutet Tresor, also einen digitalen Tresor, ja, um einen neuen digitalen Tresor zu öffnen. Und importiere den digitalen Tresor oder Tresor, um ein existierendes Hardware Wallet zu importieren. Also du bestätigst einmal die Bedingungen und so weiter, die Terms and Conditions, ja, also die allgemeinen Bedingungen und so weiter. Und dann gehst du eben auf den Knopf auf Create Vault, also kreiere einen digitalen Tresor. Ja. Aber falls du schon vorher eines hattest, dann kannst du natürlich auch eins importieren. Und falls du es importieren solltest, dann müsstest du Import Vault, ansonsten ganz klassisch kreiere einen neuen Vault. So, und das sind natürlich ein paar wichtige Informationen. Also zum ersten Punkt, die Wiederfindungsphrase, um das sozusagen wieder zu finden, ist der einzige Weg, um dein Vermögen quasi wieder instand zu setzen. Nutze eben ja, und vor allem solltest du wirklich deine Passwörter oder deine Passphrasen in einer sicheren, versteht sich von selbst, einem sicheren Ort wirklich ganz, ganz sicher verwahren. Nimm auch bitte keine Fotos oder schließe es auch nicht irgendwie an das Internet an. Das heißt, am besten ist es wirklich ganz klassisch mit einem Kugelschreiber, ja, mit einem Stift, diese Recovery Phrase ganz penibel, penibel und genauestens aufzuschreiben. Ja, also bekommst natürlich auch ein Art Verzeichnisblatt, ja, wo du eben deine 24 Wörter aufschreiben kannst. Ja. Und das solltest du manuell, also wirklich mit der Hand schreiben, nicht abtippen oder sonst irgendwas fotografieren, einfach nur ganz präzise aufschreiben. Bitte auch auf die Groß- und Kleinschreibung Acht geben. Und natürlich ist auch zu empfehlen das Kobo Tablet. Das ist so eine Art metallisches ein Tablet quasi, wo du eben die einzelnen also Passwörter oder Passphrasen mit diesen metallischen Buchstaben sichern kannst. Ja, und das natürlich auch gut verschließen kannst. Inwieweit die Sicherheit da getestet wurde auf Feuer und was auch immer für natürliche Ursachen, die da passieren könnten, aber es ist auf jeden Fall wirklich ein gutes Aufbewahrungsmittel. Also falls es so Überschwemmung oder Feuer oder dergleichen gibt, dann ist es auf jeden Fall mal ein gutes, wirklich ein exzellentes, würde ich sagen, Aufbewahrungsmittel, ja, wo du deine Passphrasen und deine Passwörter gut verwahren kannst. Auf jeden Fall separat getrennt vom Gerät. Wirklich sicher aufbewahren, vielleicht in einem eigenen echten Tresor quasi, der irgendwo vielleicht bei dir zu Hause oder so, wo auch immer in einem Schließfach gut aufbewahrt ist. Dann gehst du auf das nächste und dann noch einmal wirst du mit einer Warnung konfrontiert, quasi, dass
Achte darauf, dass niemand dir dabei zusieht, dass es keine Kameras in der Umgebung gibt. Also wirklich ein bisschen mehr paranoid sein, als du sonst sein könntest und müsstest. Dann bestätigst du es mit verstanden und somit erscheinen auch schon die Recovery Phrase, ja, mit der du das alles wieder im Fall eines Falles wieder alles instand setzen kannst. Also deine Bitcoin wieder finden kannst. So. Das sind die 24 Wörter und die solltest du jetzt ganz präzise, also hier ist in dem Fall alles Kleinschreibung, ja, also nach einem bestimmten Standard, aber die solltest du auf jeden Fall wirklich von 1 bis 24 genauestens aufschreiben. Dann gehst du auf den, ja, sobald du das alles aufgeschrieben hast, dann gehst du Recovery Phrase Saved, also es ist alles aufbewahrt, gesichert und der nächste Schritt. Dann ist nochmal in der Warnung irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass falls das jemals verloren gehen sollte, ja, ist dein Vermögen, dein Bitcoin ja, für auf immer und ewig dann verloren. Dann gehst du auf den nächsten Schritt. Und so musst du dann mal beginnen, diese 24 Wörter einzutippen, wobei eher das Gerät selbst, weil das nach einem bestimmten Standard, ich weiß jetzt nicht mehr welch, was mein BIP, das Gerät sozusagen ergänzt, sobald du die ersten Buchstaben, die ersten drei bis vier Buchstaben eingegeben hast, ergänzt die dir diese Wörter dann auch auf die vollständigen Wörter. Ja, also du brauchst nur die ersten vier Digits, also Zahlen bzw. Buchstaben, zu wissen. Ja, also es ist eine automatische Ergänzung, die da automatisch das Wort ergänzt, wenn du die ersten, ja, drei oder vier Buchstaben oder Ziffern eingibst. Weil es eben keine anderen Möglichkeiten gibt für irgendwelche anderen alternativen Wörter. So, somit hast du dann bis zum Schluss dann alle 24 Wörter eingegeben. Dann gehst du auf Done, also erledigt. So, jetzt kreiert das natürlich ein Cobalt, ja. Und bei Default, also Standard gecheckt, also selektiert, ist Cobalt App. Also was für eine Schnittstelle möchtest du hier benutzen? Ja. Weil es ist ja so, dass CoboVault kommt mit einer kompatiblen Schnittstelle, ja, zu einem Mobile Wallet. Ja. Also die Schnittstelle, da kommt die Software dazu, das CoboVault. Beziehungsweise, was auch toll ist beim CoboVault, es hat und immer mehr vor allem auch eine Liste von kompatiblen Hardware-Wallets, mit denen du dann interagieren kannst über den CoboVault. Also in dem Fall wäre es zum Beispiel Electrum, könntest du anklicken, Wasabi Wallet, Blue Wallet, BTCP Server und werden dann noch immer mehr, ja, dazu hinzukommen. Also dieser Cobo Vault beinhaltet eben keine Bitcoin. Ja. Es dient einfach nur dazu, luftdicht, ja, ohne dass du es in irgendeiner Weise an das Internet anschließen müsstest, also weil es eben nur mit QR-Codes arbeitet, dass du es einfach nur die Transaktionen validierst, verifizierst und die Schlüssel sozusagen sind in dem Sicherheitselement von Cobo Vault auch manipulationsfrei und sicher integriert. Also wir werden mal da zum Zwecks der Demo das CoboVault App mal demonstrieren. Also wir gehen auf Bestätigen. So, und da müsstest du jetzt kannst du ein
Watch only, also nur wo man sozusagen die Transaktionen sieht, ja, ohne dass du da irgendwelche Transaktionen machen kannst, ja, oder du kannst empfangen, ja, also sehen und bestätigen und so weiter, aber du kannst jetzt keine Transaktionen jetzt in dem Sinn machen, was auch wiederum die Sicherheit erhöht. Das heißt, du öffnest Cobo Vault Mobile App, ja, auf deinem Android, ja, etwa, und fügst ein neues Wallet hinzu. Dann gehst du auf Hardware Wallet und dann müsstest du, wir werden die weiteren Schritte dann noch irgendwie kommentieren, das Hardware Wallet dann binden an dein Cobo Vault. Ja. Und dann gehst du zum dritten Schritt, zeige den QR-Code an und scannst den QR-Code mit dem Cobo Vault Mobile App. So, dann gehst du auf Display QR-Code, das heißt, zeige den QR-Code mal an. Ja, somit zeigt er das mal an, den QR-Code, mit in Verbindung eben mit dem Cobo Vault Mobil, also mit deinem Smartphone. Ja. So, dann gehst du auf dein Mobile, das ist eben die Software oder die App, ja, die du dran geloadet hast von Cobo. So, und dann bietet es natürlich die Möglichkeit an, das Ganze, dein Hardware Wallet zu binden an dein Cobo Vault. Ja? Das heißt, du verknüpfst dein Mobile App mit deinem Cobo Vault. Dann bestätigst du die Bedingungen, die allgemeinen Bedingungen, und dann geht es weiter eben und öffnest dann eben die Kamera, um eben den QR-Code innerhalb des Rahmens dann zu verknüpfen oder zu scannen. So, dann scannst du eben den Code, den du schon vorher geöffnet hattest, auf deinem Cobo Vault und verknüpfst damit dein Gerät mit dem Mobile App. Und das ist bestätigt und schon öffnet sich das Wallet auf deinem Mobile Phone oder auf deinem Smartphone. Also diese zwei Geräte sind jetzt verknüpft, ja, also verbunden, ja. Das heißt, die Bindung war jetzt erfolgreich. Also man muss nochmal zur Erinnerung rufen, weil das ganz wichtig ist. Dein Cobo Vault ist absolut und absolut nicht mit dem Internet verbunden. Das ist ganz wichtig und das erhöht exponentiell natürlich die Sicherheit deine Bitcoin-Transaktionen sind wirklich nur die Schlüssel im Sicherheitselement deines Cobo Vaults integriert. Es dient einfach nur dazu, die Transaktion zu validieren und zu verifizieren. Und auf deiner Mobile App siehst du natürlich dein Saldo, ja, also wie viel du drauf hast und so weiter. Es ist ein Watch-Only-Wallet, ja, das kannst du nur beobachten, observieren und die Transaktion einfach nur sehen, ja, oder was da reinkommt. Und mit dem Cobo Vault exekutierst du quasi, führst du die Transaktionen durch, indem du die Transaktionen validierst, signierst, verifizierst und dergleichen. Also hier siehst du auf dem Cobo Vault, das siehst du eben die Receiving Address, ja, vom BTC, vom Bitcoin eben. Und dann gehst du auf links oben auf die drei horizontale Linien, drückst da drauf und dann öffnet sich sofort da ein weiteres Fenster und da steht My Cobo Vault Settings und dann drunter über das Cobo Vault generell. Dann gehst du auf Settings. Da kriegst du eine ganze Variation von Möglichkeiten, was du da einstellen kannst, hat Justierungen, Settings und so weiter. Dann gehst du auf Cobo Vault App. Du kannst natürlich dein Passwort ändern. Du kannst deinen Fingerabdruck quasi integrieren. Wobei beim Fingerabdruck, da könnt ihr aus meinen Empfehlungen lernen, nicht den Daumen nehmen am besten, weil das ein bisschen umständlich ist im Nachhinein, aber das habe ich leider ein bisschen zu spät gecheckt. Also am besten ist wirklich der Zeigefinger, weil dann kannst du ganz unbehindert auf der Rückseite den Fingerabdruck
Ja, mit dem Fingerabdruck dann dein CompoVault öffnen oder ja. Also dann fragt es nochmal nach deinem Passwort zur Sicherheit, dann gibst du dein Passwort ein. Jetzt drehst du das Gerät um und setzt deinen Daumen, also am besten dein Zeigefinger auf dem Fingerabdrucksensor. Also starte Registrierung. Und da musst du mehrmals, damit sozusagen der Finger oder der Teil des Fingers, den du da drauf hast, zu hundertprozentig scannen kann. So, dann bist du das Ganze fertig. Also Registrierung mit dem Fingerabdruck ist fertig. Und da steht dann nochmal, also Device entsperren, Transaktionen signieren, sind beides aktiviert. Das heißt, mit dem kannst du auf jeden Fall so also das Gerät entsperren, aber auch Transaktionen mit dem Fingerabdruck signieren. Und du kannst sogar einen weiteren Fingerprint hinzufügen. Du hast jetzt zum Beispiel eine Partnerin, ja, und du möchtest irgendwie den Fingerabdruck auch von deiner Partnerin zwecks Entsperrung und Signierung von Transaktionen hinzufügen. Du kannst auch, ja, also ein bestimmtes Muster, wie du das eingibst, wie bei dem Mobile Phone, ja, wo man einfach so kreuz und quer einfach eine Linie macht, das auch aktivieren, wenn du möchtest. Du kannst auch neue quasi Vaults oder Tresore importieren, ein Passphrase für den digitalen Tresor integrieren und das Setup machen dafür. Ja, also verschiedene Einstellungen, Sprache und so weiter. Wobei dann noch, ich bin mir sicher, noch mehr Selektion dann in weiterer Folge noch hinzukommen wird mit weiteren Updates oder Upgrades. So, dann schauen wir uns mal die App an auf deinem Mobile Phone. Ja, also du kannst natürlich auf ein Bitcoin-only, also nur Bitcoin-Firmware upgraden. Das ist auch immer auf der offiziellen Homepage zu finden. Und ansonsten sind natürlich die ganzen Shitcoins natürlich auch aufgelistet, aber man kann das sehr wohl zu einem Bitcoin-Only-Software umfunktionieren. Also wenn man auf Bitcoin dann drückt, dann kriegt man natürlich Sende und Empfange Buttons, Knöpfe, die man hier bedienen kann. Also falls jetzt eine Liste von Transaktionen wären, dann würde man das hier sehen, ja, von allen gemachten Transaktionen. Du kannst das natürlich auf sich Dollar und oder Bitcoin dargestellt haben. Dann kann man auf die Settings und hier kann man auch weitere Tresore hier auch öffnen. Also du kannst unterschiedliche Tresore haben, ja, oder Wallets, wenn man auch möchte. Hier kann man auf Settings gehen, den PIN entsperren, Default Currency, also der Standardwährung, US-Dollar in dem Fall, wär das jetzt einmal. Ja. Im Moment haben sie nur den US-Dollar, aber auch chinesischer Renminbi oder Yuan oder wie das auch immer heißen mag. Aber es werden immer mehr Währungen hinzukommen. Und hier wollen wir mal die ersten Transaktionen machen, und zwar ja, senden und empfangen.
Also es ist wie bei jedem anderen Bitcoin-Wallet, du hast einen Senden-Empfangen-Knopf, das du hier bedienen kannst. Also wenn man hier auf Empfangen geht, dann öffnet sich natürlich hier ein QR-Code mit einer Adresse, die man auch kopieren kann. Und das ist hier auch, also selbstverständlich nur für Bitcoin, ja? Versteht sich von selbst. Also jeder mit einem Mobile Wallet kann das hier scannen, ja, um eben, falls du das jetzt empfangen möchtest. Man kann es auch einfach nur mit einem Copy-Knopf einfach bedienen und die Adresse auch so als alphanumerische Adresse kopieren. Falls du das eben als Text-Message oder wie auch immer versenden möchtest. So, dann können wir zu einem interoperablen, also kompatiblen anderen Bitcoin Wallet gehen. In dem Fall ist es Blue Wallet, das relativ populär ist mittlerweile. So, in dem Fall zeigt es dir automatisch jetzt schon an, dass du hast eine Bitcoin-Adresse kopiert im Clipboard, ja, das quasi jetzt gespeichert ist irgendwo. Möchtest du es für diese Transaktion verwenden? Du kannst auf Stornieren gehen oder auf OK. Dann gehen wir mal ganz normal in das Wallet hinein, gehen auf Senden und dann kannst du sozusagen das einfügen, die Adresse, die du schon vorher kopiert hast, in einem Kobo Mobile App. Kannst eine Notiz noch hinzufügen und natürlich die Gebühren, je nachdem, zwecks der Demo, macht jetzt der Ben eine höhere Gebühr hier aktiv, damit eben die Transaktion etwas schneller vorangeht, zwecks der Demonstration. Ja, es wäre immer gut, die Adresse vor allem am Anfang und am Ende, vielleicht auch in der Mitte, einfach nur zweifach oder dreifach mal zu kontrollieren, um ganz sicher zu gehen. Kleinste Menge, ja, was weiß ich, 0,01 Bitcoin. Aber es würde im Prinzip jetzt auch reichen, wenn du jetzt wirklich Zeit und Geduld hast, könntest du auch einfach, ich weiß nicht, eins oder zwei oder drei Sats also für diese Transaktion auch einstellen, ja, adjustieren. Dauert dementsprechend dann auch natürlich auch länger, Stunden oder vielleicht sogar ein, zwei Tage. Dann gehst du auf Nächstes, Next. Dann gehst du auf Ja, kontrollierst alles noch einmal, Gebühren, Adresse, Betrag und dann gehst du auf Senden. So. Dann bestätigst du nochmal deine Identität. Genau, also ist alles automatisiert und dann sendet es schon. Dann gehst du nochmal zurück auf deine Mobile App von Kobo und schaust auf die Transaktionen. Dann erneuerst du nochmal die Seite, refreshen und da siehst du schon, dass es quasi anhängig ist, zumindest die Transaktion mit der spezifizierten Bitcoin-Betrag. Also in dem Fall ist es in Dollar angegeben, also Bitcoin-Betrag ist auch in Dollar angegeben. Dann warten wir, bis das Transaktion validiert ist oder verifiziert ist. Ja, also da spricht er auch schon noch einmal die Airgap-Transaktion an, das heißt, ohne dass es jemals mit dem Internet irgendwie angeschlossen war. Und das ist es, was unter luftdicht auch gemeint ist. Ja. Also es arbeitet alles nur funktional, die Validierung erfolgt alles nur über QR-Codes. Das heißt, man sieht hier schon in der Transaktionsliste, vor einer Minute wurde das eben der Transaktion durchgeführt. Und da kann man ein bisschen dann auch hineingehen und sich genauer anschauen, von welcher Adresse an welche Adresse gesendet wurde, der Betrag und so weiter. Ja, man sieht eben die Unspent Transaction Output und so weiter, also für die, wenn du dich dann ein bisschen technisch vertiefen möchtest. In welchem Block das validiert wurde, etc. etc. Dann die Transaktionsidentifikationsnummer und so weiter.
So, jetzt versuchen wir auch mal eine Transaktion zu senden. Also der Cobo Vault dient auf jeden Fall nicht dazu, um deine Transaktionen zu zeigen, sondern es dient wirklich einfach nur dazu, luftdicht, air-gapped, ja, ohne irgendwie in irgendeiner Weise mit dem Internet verbunden zu sein, die Transaktionen zu validieren, verifizieren, signieren. Das heißt, es ist wirklich nur wie ein Schlüssel, es dient einfach nur wie ein Schlüssel. Also wenn du jetzt eine Transaktion jetzt machen möchtest, senden möchtest, dann gehst du auf Senden. So, jetzt musst du natürlich eine Empfängeradresse hier eingeben, Betrag und so weiter, Memo, Notiz. Ja, dann gehst du nochmal zum Beispiel auf dein Blue Wallet zurück. Dann gehst du auf Empfangen, ja, weil du möchtest ja von deinem Kobo Mobile App senden, also brauchst du auch eine Empfängeradresse. In dem Fall suchst du dir eine oder generierst eine Adresse im Blue Wallet. Das ist ein QR-Code, wieder die alphanumerische Adresse, die du teilen kannst, kopieren kannst. Dann kopierst du das Ganze. Dann gehst du wieder zurück auf deine Mobile App von Kobo. Dann pastest du, also fügst die Adresse dort ein in die Empfängeradresse, in das Feld. Also die Gebühren sind hier standardisiert auf, hier im konkreten Fall auf 79 Satz pro, was auch immer, wie Byte oder wie das halt schön heißt. Aber also du kannst hier gesamte Menge auch oder einfach nur manuell oder mit änderst du einfach den Betrag, den du spezifisch senden möchtest. Oder er sagt einfach, das Gerät wird einfach sagen, oder das, dein Wallet, Kobo Mobile App wird dann natürlich sagen, falls die Menge jetzt nicht ausreicht, wird er sagen, die nicht genügend Funds oder nicht genügend Bitcoin. So, hier kannst du natürlich auch noch weiter manuell die Gebühren, die Transaktionsgebühren langsamer oder schneller einstellen. Mit einem Slider, ja, dass du rechts nach rechts und links bewegen kannst. Dann kannst du auch auf Fortgeschritten gehen. Und hier bei Fortgeschritten kannst du natürlich manuell die Gebühren, die Transaktionsgebühren dementsprechend ändern, also erhöhen oder reduzieren. Aber falls du jetzt nicht so fortgeschritten bist, dann lass es einfach und mit der Standardeinstellung. Was auch immer empfohlen wird, ja, für die jeweilige Transaktion zum jeweiligen Zeitpunkt. Die Menge tust du noch, also die Bitcoin-Betrag, den spezifischen, den du jetzt versenden möchtest. Jetzt zeigt er automatisch den US-Dollar-Betrag an, vielleicht in Zukunft auch einen Euro-Betrag. Dann gehst du auf Senden, dann gehst du nochmal bestätigen. So, und hier signierst du dann mit deinem Schlüssel, ja, auf deinem Cobo Vault Pro Gerät, aktivierst das Ganze, öffnest dein Dings, also je nachdem, wie du das eingestellt hast, nur mit Passwort oder eben mit deinem Fingerabdruck. Am besten, wie gesagt, mit einem Zeigefinger, weil dann kannst du ohne dass du jetzt hin und her dich behindert jetzt hin und her verdrehen müsstest, einfach nur mit einem Zeigefinger. So, da siehst du oben rechts so eine Art wie eine Art quadratisches Symbol mit einem horizontalen Linie, das aktivierst du. So, dann aktiviert das die Kamera. Und jetzt mit dem Gerät, mit deinem Cobo Vault Pro, scannst du den Code auf deinem Mobile dargestellt, das im Cobo Mobile App dargestellt wird, angezeigt wird. So, und somit zeigt dir das sofort alle Daten an.
für diese Transaktion. Es zeigt hier an, von wo, wohin geschickt wird, die Gebühren und natürlich der Betrag. Und ist das alles korrekt, dann bestätigst du das mit Signieren oder Sign. Und dann bestätigst du es noch einmal, validierst das nochmal mit deinem Fingerabdruck, indem du dann, wie gesagt, nochmal mit deinem Zeigefinger das Ganze validierst auf der Hinterseite. Dann zeigt er nochmal an, dass er sagen, dass das die Signatur oder das Signieren erfolgreich war. So, und hier zeigt es sozusagen die abgeschlossene, erfolgreiche also QR-Code an mit deinem Cobo Vault Mobile, um die Transaktion auf die Blockchain zu auszustrahlen. Ja, Und mit deiner Mobile App, also mit deinem Smartphone, scannst du jetzt genau diesen QR-Code an, damit sozusagen diese Transaktion jetzt schlussendlich endgültig dann auf die Blockchain dann versendet wird oder validiert und signiert ausgestrahlt wird. Ja, und dann zeigt er nochmal mit einem kleinen Fenster Broadcast Information, ja, noch einmal bestätigen. Ja, und sobald du das bestätigst, ist dann sozusagen die Transaktion unwiderruflich. Und somit wird das Ganze dann auf die Blockchain dann gesendet, ausgestrahlt und somit auch unwiderruflich gemacht. Broadcast ist successful, ja. Dann gehst du nochmal auf dein Blue Wallet. Erneuerst nochmal die Seite und er zeigte schon an, vor ein paar Sekunden, ja, die Transaktion durchgeführt, natürlich mit null Konfirmation oder null Bestätigungen, aber das dauert immer, je nachdem, wie hoch oder wie schnell du die Einstellung gemacht hast bei den Transaktionsgebühren. Dann auf den Cobo Vault gehst du nochmal zur Sicherheit, nochmal auf dann und somit kommst du wieder auf die Hauptseite. Und dann kommst du auf dein Haupt oder ja Hauptbildschirm. Ja. So, das ist jetzt ganz wichtig. Wenn du hier auf Empfangen gehst, auf deinem Cobo Mobile App, ja, in deinem Wallet und auf Empfangen gehst, also Receive innerhalb des Apps oder auch auf deinem Cobo Vault Pro. Und da kannst du auch natürlich die Adresse abrufen. Und das zeigt hier jetzt eine singuläre Adresse. Das ist ganz wichtig, er erklärt das auch gleich. Und dann geht es eigentlich zurück zu einer Standardadresse. Es ist eine singuläre, identische Adresse, die du schon vorher be benutzt hast. Und diejenigen von euch, die schon etwas mehr Erfahrung haben mit Bitcoin Wallets oder wie auch immer, oder Hardware Wallets, ist das, oder anderen Wallets generell gesprochen, ist das eigentlich, wenn du auf Empfangen gehst, wird automatisch immer eine neue Adresse generiert. Und natürlich und das sollte auf jeden Fall ganz, ganz, ganz stark betont werden, die Wiederverwendung von schon benutzten Empfängeradressen ist absolut schlecht für die Privatsphäre. Aber hier in dem Fall musst du es manuell machen bei Cobo Vault. Vielleicht wird das also diese Funktion vielleicht noch automatisiert mit den nächsten Versionen oder Upgrades, Updates, wie auch immer. Und dann müsstest du natürlich hier auf Adresse hinzufügen oder plus add address und so kannst du eine neue Adresse generieren. Und dann natürlich auch bestätigen. Und somit kannst du auch auswählen, selektieren, an welche Adresse du das senden möchtest.
Und natürlich ist es empfehlenswert und vor allem wünschenswert, wenn der Wallet, in dem Fall Kobo Mobile App Wallet, diese Adressen, diese Empfängeradressen automatisch und ohne irgendwie das aufzufordern oder manuell einzugeben, ständig neue Adressen generiert. Für jede Transaktion somit eine neue Adresse, eine neue Empfängeradresse. So, schauen wir uns mal die Schnittstelle an, wie das überhaupt ausschaut in Relation zum Beispiel zum Blue Wallet, ja, oder in Verbindung mit einem Blue Wallet. Also hier erklärt er die alternativen Interfaces oder Schnittstellen. In dem Fall ist es Blue Wallet, weil es ein relativ populäres Wallet jetzt mittlerweile jetzt auch ist. So, und hier kannst du von dem standardisierten by default, ja, also Kobo Vault App auf ein ja, Blue Wallet einfach umstellen. Dann gehst du auf oben links, ja, und drückst auf den Knopf und dann gehst du auf Settings und dann gehst du ganz oben steht Watch Only Wallet mit den Pfeilen. Und da steht Kobo Vault App, ne, als Standard, aber du gehst dann auf diesen nächsten Pfeil und hier kannst du das dann ändern. Ja? Und so hier kannst du das selektieren: Electron, Sauer Wallet, Blue Wallet, BTCP Server oder einfach generisches Wallet. Also es werden immer mehr noch dazukommen. Dann gehst du auf Blue Wallet, ja, Checkmark und gehst auf nächsten Schritt. Dann gibst du das einfach praktische Instruktionen, Anleitungen, wie du ein Watch-Only, also ein nur sehen, nur zum Sehen, öffnen kannst. Also gehst du auf Blue Wallet, dann Import Wallet, dann die QR-Code anzeigen. Und dann kannst du eben scannen oder eben also ein zugewiesenes File im Blue Wallet importieren, um eben den QR-Code, der auf dem Kobo Vault angezeigt wird, zu scannen. Also das werden wir jetzt Schritt für Schritt einfach jetzt durchgehen. Dann machst du eben dein Blue Wallet auf. Da siehst du die verschiedenen, Standards. Back32, ja, das am kompatibelsten ist, soviel ich weiß. P2SH. So, hier kannst du eben auf Add a Wallet, also ein Wallet hinzufügen, kannst du jetzt eins hinzufügen. Du gehst auf Add Now, also jetzt hinzufügen. Bitcoin oder Lightning, das ist eben das Tolle am Blue Wallet. In dem Fall willst du, ja, gehst du einfach importieren. Also du willst jetzt ein Wallet importieren. So, hier sagt es scannen oder importiere ein File. Also eine Datei importieren. So, und hier siehst du wie du schon vorgesehen hast, auf deinem Kobo Vault Pro, auf dem Display steht Display QR-Code, den QR-Code anzeigen oder exportieren. So, und dann geht der QR-Code auf. Dann gehst du auf Scan auf deinem Mobile Phone. Also im Blue Wallet, dann scannst du eben den QR-Code, auf das angezeigt wird auf deinem Kobo Vault Pro und es importiert das Wallet. Und Alert, ja, also Alarm, dein Wallet wurde erfolgreich importiert. Gehst auf OK. Und hier hast du jetzt ein importiertes Wallet über Kobo Vault. Ja? Hier hat es natürlich also auch bis jetzt keine Transaktionen. Und hier brauchst du jetzt auch nicht mehr sage ich mal, die standardisierte, zugewiesene Kobo Mobile App Software oder App einfach mehr verwenden. Du kannst das jetzt über dein Blue Wallet ein Kobo
dein Kobo Vault Tresor quasi verwenden. Und hier ist natürlich ein anderes Adressformat und das beginnt eben mit BC1. Und das ist eben effizienter oder vielleicht sogar am kompatibelsten, vor allem im Hinblick auf das Bitcoin-Netzwerk. Und vor allem, wenn es um die Größe der Transaktionen geht oder die Transaktionsgebühren. Und natürlich ist es sehr praktisch, wenn sowas auch zur Verfügung gestellt wird. Also hier können wir jetzt weiter, wie wir auch im vorigen Beispiel, auf Empfangen gehen, Receive. Dann gibt es eine Adresse zum Scannen oder eben zum Kopieren. Dann kopierst du das Ganze, gehst auf noch einmal in dein Blue Wallet, also in dein importiertes Vault oder importierten Tresor, also digitalen Tresor. Ja. Dann gehst du auf irgendein Wallet, das du schon in deinem Blue Wallet hast, und gehst auf Senden. Ja, so kannst du also integriert von deinem Blue Wallet aus einfach auf Senden gehen, wo du eben dein Bitcoin hast, ja, dein Standard Wallet, pastest, also fügst die vorhin kopierte Adresse ein. Da kannst du den Betrag spezifizieren, den Bitcoin-Betrag, dann gehst du auf Nächstes. Überprüfst noch einmal Betrag, Adresse und so weiter, Gebühren, gehst auf Senden und bestätigst das Ganze noch einmal und erledigt. Dann gehst du noch einmal zurück, dann könntest du noch einmal zurückgehen zum Kobo Vault, gehst noch mal hinein in dein Kobo Vault, das du importiert hattest schon vorher. Dann refresh das Ganze erneut und siehst du schon, dass vor ein paar Sekunden die Transaktion zumindest anhängig ist. Also es ist gerade im Kommen. Und das Ganze wird jetzt ja dargestellt in deinem Blue Wallet, ja, das du eben importiert hattest mit der Kobo Vault Schlüssel. Und also das ist vor allem dann, wenn du nicht dein Kobo Mobile App benutzen möchtest, also den zugewiesenen Mobile App, sondern kannst einfach dein Kobo Vault über dein Kobo Vault Pro importieren innerhalb deines Blue Wallets. Nach einer bestimmten Zeit, also nach einigen Minuten, sieht man schon die erste Bestätigung. Die erste Validierung. Also hier nochmal können wir nochmal zurückgehen. Das ganze Spielchen noch einmal von vorne. Blue Wallet empfangen. Kopieren. Dann gehen wir nochmal zurück, um das ganze Spielchen nochmal zu demonstrieren. Kobo Vault aufmachen. Da gehst du auf Senden. So, und das sagt, dieser Wallet wird nicht in Verbindung mit einem Hardware Wallet verwendet. Möchtest du sozusagen das Hardware Wallet aktivieren oder den Gebrauch des Hardware Wallets aktivieren? Da gehst du auf OK. Und das erlaubt dir jetzt mit dem Kobo Vault zu interagieren. Dann fügst du einfach die bereits kopierte Adresse da hinein. An irgendeinen Bitcoin-Betrag halt einfügen, spezifizieren. Du kannst natürlich auch das Maximum gehen, also Full Balance oder Maximum. Ja. Dann machst du, ja, dann gehst du, im konkreten Fall geht er auf Maximum, das heißt ein Gesamtbetrag. Gehst auf Nächstes. Hier ist es animiert der QR-Code. So, dann nimmst du dein Kobo Vault Pro wieder her, aktivierst oder öffnest es mit einem Fingerabdruck, wie gesagt, am besten mit einem Zeigefinger. Dann scannst du das Ganze, so wie das dargestellt wird, der animierten QR-Code auf deine Mobile App, auf dein Mobile Phone.
Dann siehst du hier alle Daten, überprüfst noch einmal alles, Wallet, Blue Wallet, Input 1, so und so viel 0,01 BTC, ja, Adresse nach insgesamt so viel, ja, also abzüglich der Gebühren an die Adresse mit den jeweiligen spezifischen Gebühren, Transaktionsgebühren. Dann gehst du auf Signieren, aktivierst das oder bestätigst, validierst nochmal mit deinem Fingerabdruck. So, es gibt dir dann natürlich einen QR-Code. Dann gehst du auf Scan, dann gehst du auf der Mobile App, drückst auf Scan Sign Transaction. Dann öffnet sich die Kamera und scannst einfach den angezeigten QR-Code auf deinem Cobo Vault Pro. Für die erfolgreiche Durchführung der Transaktion. Und dann gehst du natürlich nochmal auf Send Now, also jetzt senden, um das Ganze, die Transaktion durchzuführen. Und auf Cobo Vault kannst du natürlich auf Erledigt und dann kommst du wieder zurück auf die Hauptseite. Dann gehst du auf Erledigt auch auf deinem Mobile, in deinem Blue Wallet, ja, und siehst schon die Bestätigung, dass vor ein paar Sekunden die Transaktion durchgeführt worden ist, aber noch natürlich noch anhängig. Dann gehst du nochmal auf dein Blue Wallet, ja, also auf dein Back32 Wallet in dem Fall, in deinem Blue Wallet und refresh das Ganze, erneuerst die Seite und siehst schon die Transaktion natürlich mit null Konfirmationen, null Bestätigungen noch, weil es immer eine Zeit lang braucht. Kann je nachdem, ja, wie hoch die Transaktionsgebühren sind, Stunden, sogar manchmal Tage dauern, je nachdem, wo es feststeckt im Mempool. So gehst du nochmal auf Cobo Vault in deinem Blue Wallet. Aber im Blue Wallet, ja, wo du eben dein Cobo Vault, dein Cobo Tresor Wallet importiert hast, da in diesem Fall in deinem Blue Wallet generiert es automatisch eine neue Adresse, weil zuvor hat ja der Ben erklärt, dass leider noch immer, ja, in der zugewiesenen Mobile App von Cobo, diese Adressen manuell, eine neue Adresse generiert werden müsste. Ja. Aber im Blue Wallet wird das automatisch eine immer wieder, vor allem eben für die Steigerung der Privatsphäre, eine neue Adresse generiert. In dem Fall fängt es auch hier mit BC1 an, BC1. Und natürlich wäre das wirklich empfehlenswert, unwünschenswert noch einmal, dass dieses Wallet, wie es auch bei Blue Wallet auch der Fall ist, immer wieder eine neue Adresse generiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Also auf jeden Fall ein Kudos und Gratulation an Cobo Vault, dass die überhaupt die Möglichkeit geschaffen haben, dass das ermöglicht wurde, dass du eben auch das integrieren kannst in dein Blue Wallet. Ja. Mit deinem Cobo Vault Pro, ja, dass du eben ein Cobo Vault Tresor innerhalb deines Blue Wallet einbauen kannst oder integrieren kannst. So, und dann gibt es noch einige Zusatz-Goodies oder Features, und zwar versteckte Tresore, oder um genau zu sein, sind es versteckte digitale Tresore. Also du kannst hier dein Cobo Vault eben ein 25. Wort, ja, oder eine Passphrase hier hinzufügen. Und somit kannst du ein komplett neues und vor allem einen versteckten digitalen Tresor hier aufmachen. Innerhalb des Cobo Vaults. Da gehst du auf Cobo Vault, gehst auf Settings, da gehst du auf Passphrase Tresor.
Also hier gibst du noch mal ganz normal mal dein normales Passwort an, das du schon eben festgelegt hattest. Und da gibt er dir noch mal einige Warnungen oder Hinweise. Und wenn, da steht wichtige Information, wenn du diesen versteckten Tresor, den versteckten digitalen Tresor kreierst, kann eben die Passphrase dann nicht mehr geändert werden. Falls die Passphrase verloren geht oder vergessen wird, wird dieser versteckte, also digitale Tresor und mit all dem Vermögen, mit all dem Bitcoin unwiderruflich verloren sein. Ja? Das heißt, ganz, ganz wichtig, wie auch bei jedem anderen Passphrase, Passwort, mnemonische Phrase oder Seed Phrase, wirklich ganz, ganz sicher aufbewahren und bitte nicht verlieren oder geschweige denn vergessen. Ja? Also irgendwo wirklich gut am besten aufbewahren. Ja? Und falls du es zum Standard-Tresor wieder hinein, also in den Standard-Tresor hineingehen möchtest, dann lässt du einfach die Passphrase leer. Also das Feld, wo du das eingeben müsstest, lass das leer und somit gehst du dann automatisch dann zurück zum Default, zum Standard-Tresor, dass du schon das bei dir schon errichtet wurde. Also es fragt natürlich eine Passphrase, die du dann bestätigen müsstest. Und diesen versteckten digitalen Tresor, das du dann mit deiner Passphrase dann öffnest, kannst du dann eben mit einem Wallet auf deinem Mobile Phone dann mit dieser Schnittstelle dann auch verbinden. Ja, es ist auf jeden Fall sehr praktisch, sowas zu haben, weil dann kann man auch in bestimmten Situationen einfach zeigen, dass man nichts hat oder gar, vielleicht ein Bruchteil eines Bitcoin hat. Zum Beispiel, ja, wenn man jetzt unter, weiß nicht, bedroht wird oder wie auch immer und man hat sozusagen mit dieser Passphrase dann einen versteckten digitalen Tresor. Da fasst er nochmal zusammen, was dem Ben gefällt oder nicht gefällt und so weiter. Ich kann das noch vielleicht noch ein bisschen zusätzlich ergänzen. Also was auf jeden Fall schön ist, ist, dass es dir ermöglicht, ein Bitcoin-only, also nur ein Bitcoin-Wallet zu errichten, ja, und ohne dieses ganzen Shitcoins. Denn es geht auch um die Sicherheit. Denn wenn es natürlich der Cobo Vault da jetzt auch anderen Shitcoins oder anderen Coins das ermöglicht oder es bedient, dann ja, dann ist es einfach, dann werden die Attackvektoren auch gesteigert. Also es erhöht auf jeden Fall mal die Sicherheit, wenn man nur Bitcoin drauf hat. Nur die Bitcoin-Firmware oder Software. Das Gerät selbst, Cobo Vault Pro, liegt wirklich, kann ich nur bestätigen, wirklich gut in der Hand. Es ist haptisch. Und vor allem mit jeder Aktivierung oder der Aktivierung eines Buttons bekommst du auch eine leichte Vibration, was dir wiederum die Bestätigung gibt, dass sich da was tut, dass da was, eine Aktivität passiert. Also es könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen ästhetischer sein, aber es ist auf jeden Fall, liegt gut und praktisch und haptisch in der Hand. Und der Fingerabdrucksensor ist natürlich auch sehr praktisch auf der Rückseite.
Es ist natürlich leicht zu handhaben, leicht zu bedienen. Also, um jetzt Transaktionen zu signieren, zu validieren, wurde es wirklich leichter gemacht. Es ist natürlich auch erfreulich, dass die auch ein Sicherheitselement haben. Inwieweit das jetzt Open Source ist, also das Sicherheitselement selbst jetzt einem Audit oder einer externen unabhängigen Überprüfung unterzogen wurde, das entzieht sich jetzt meines Wissens. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat es der Ben jetzt auch nicht wirklich gewusst. Oder zumindest war das der Stand Dinge, dass das Einzige, was nicht Open Source war zu dem Zeitpunkt, war das Sicherheitselement selbst. Aber sie haben auf jeden Fall alles so weit als möglich Open Source, das heißt transparent gemacht, um das Ganze auch extern zu überprüfen und zu validieren und ja, sich einfach den Code anzuschauen. Also ich bin ja kein Techie, aber die Transparenz ist Transparenzgebot ist ganz, ganz gut geschrieben. Ja, da sagt er nochmal, ich weiß nicht, ob das jetzt noch, inwieweit das jetzt fortgeschritten ist, aber oder sich da geändert hat, der Status, aber er hat gemeint, dass das Sicherheitselement hier noch Closed Source ist. Es ist noch nicht geöffnet, also noch nicht Open Source. Also was auch wirklich positiv ist, ist die Interoperabilität zwischen Cobo Vault und den jeweiligen anderen Wallets. Also das sind vor allem natürlich auch die populären, bekannten, präferierten Wallets. Also BTC, Electrum, Blue Wallet und so weiter. Es werden sicher mehr und mehr dazukommen. Also es wird es auch mehr und mehr dann auch möglich sein, Multisignatur-Wallets zu öffnen. Also zum Beispiel hast du jetzt, sagen wir mal, drei Schlüssel oder drei Hardware-Wallets, ja, und du möchtest jetzt zwei von drei. Ja. Das wird jetzt immer mehr möglich sein, also sei es jetzt zum Beispiel, ja, also es fällt mir jetzt ein, in Kooperation zum Beispiel oder in Verbindung mit Unchained Capital Multisignatur-Wallet, sei es jetzt über deren Website oder eben die unabhängige, also wo du dann, falls du in irgendeiner Weise nicht rankommst an dein Dings, an dein Wallet, kannst du über Unchained Caravan, GitHub, Multisignatur Wallet, ein 2 von 3. Aber das wird dann alles kommen, nach und nach. Das heißt, es wird immer mehr, die Interoperabilität wird immer mehr. Also wenn du zum Beispiel 2 von 3 hast, ist es natürlich sehr praktisch. Ja. Angenommen, ja, also zum Beispiel hast du zwei Tresor, oder sagen wir mal, du hast einen Tresor und einen Cobo Vault, kannst du zum Beispiel mit einem Tresor und einem Cobo Vault 2 von 3 Schlüsseln, ja, kannst du Multisignatur Wallet dann errichten. Und da kannst du zum Beispiel die Schlüssel in unterschiedlichen geografischen Regionen oder Orten aufbewahren, um einfach auch die Sicherheit noch einmal zu gewährleisten. Und damit auch nicht ein Einzelner deinen Zugang zum Multisignatur Wallet hat. Und damit auch deine Bitcoin auch nicht gestohlen werden können. Also Spectre, wobei ja, wir wissen ja, dass ganz tolle Arbeit geleistet wird. Das mittlerweile ist auch schon Spectre wurde auch schon integriert in das Dashboard von MyNode. Und somit wird es auch bald möglich sein, eine Multisignatur-Wallet über Spectre und vielleicht ist es schon möglich zu erstellen. Ja, da erwähnt er nochmal Unchained Capital, Caravan von Unchained. Und es gibt einige andere Optionen natürlich. Electrum-Multisig kannst du natürlich auch machen. Ja. Das heißt, die mobilen Wallets werden dann auch immer mehr interoperabel sein und das ist natürlich steigert natürlich die praktischen Anwendungsarten. Also da unterscheidet er die Adressen, die da generiert werden
beim standardisierten zugewiesenen Mobile App, Kobo App auf deinem Mobile Phone, auf deinem Smartphone, wo die Adressen mit 3 beginnen. Und er meint, dass die Adressen, die zum Beispiel im Blue Wallet also mit BAC32-Format, nämlich mit BC1 beginnen, nicht nur effizienter sind, sondern auch, ich glaube, er meint vor allem im Hinblick auf die Transaktionsgebühren, sondern vor allem am kompatibelsten. Ja, also er betont dann nochmal die niedrigen Gebühren bei BC1-Adressen, also BAC32-Adressformaten. Und das müsste dann noch vielleicht noch hinzugefügt werden oder abgedatet werden. Ja, also diese manuelle Hinzufügung von neuen Adressen ist wirklich, das ist schon wirklich, also muss ich sagen, ja, also das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Da ist noch viel Potenzial. Man müsste das überhaupt nicht mehr dran denken. Ja, also es müsste wirklich wie bei jeder Transaktion, bei jeder Empfängeradresse müsste eine neue Adresse generiert werden. Ja, normalerweise wird das auto generiert. Ja, also wie bei jedem anderen populären Wallet werden diese Adressen auch automatisch neu generiert. Das heißt, es steigert auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall für die Privatsphäre ganz, ganz wichtig. Also die Gebühren kann man auf jeden Fall einstellen, manuell oder wie auch immer, ja, über den Regler oder eben manuelle Eingabe der Transaktionsgebühren. Also anstatt dass man jetzt auf fortgeschritten geht und so weiter und diese verschiedenen Knöpfe da bedient, vielleicht wäre es gut, dass man das einfach irgendwie noch den Prozess noch simplifiziert, vereinfacht. Es wäre auch ganz praktisch, wenn ein Send All, also wirklich Sender alles oder Sender Maximum noch eingefügt würde oder integriert werden würde. Ja, also es gibt da verschiedene Funktionen, da möchte ich jetzt auch, das wäre vielleicht ein bisschen, also für mich jetzt für die deutsche Version, das ist vielleicht ein eigenes Kapitel wert. Ja, also falls zum Beispiel eine Transaktion jetzt hängen geblieben ist, wäre es gut, wie man das auch bei verschiedenen anderen Wallets auch macht, zum Beispiel bei Samurai kann man, solange es noch nicht sozusagen auf der Blockchain ist, also wenn das jetzt irgendwo feststeckt, ja, im Mempool, dass man mit einer erhöhten, mit einer gesteigerten Transaktionsgebühr ja, diese Transaktion quasi beschleunigt, ja, aufpumpt, ja, ob das Ganze zu pumpen, ne, um die Transaktion auch zu beschleunigen und schneller zu machen. Ja, also das ist auch etwas, wo ich ganz zu spät darauf gekommen bin und es ist gut, dass der Bender jetzt von selbst darauf gekommen ist, dass wenn man die Micro-SD-Card da hineinsteckt, ja, also da ist ein Slot, ja, so ein Platzhalter, ne, für die Micro-SD-Card und wenn man das jetzt mit dem Finger oder mit der Hand macht und das versucht da reinzustecken, dann bleibt das oft nicht stecken. Ja? Und ich bin leider zu spät auch drauf gekommen, da gibt es ein gehärtetes oder verhärtetes Plastikteilchen, also wie so ein, ich habe gedacht, das ist hier ein Lesezeichen oder so und dieses Lesezeichen mit dem Cobo-Wallet-Zeichen, dafür ist es nämlich gedacht. Ja? Also wenn du sozusagen den Micro-SD-Card dann in diesen Platzhalter dann hineinsteckst, und zwar dort hinten, meine ich, wo man den Akku nämlich entfernt und dann sieht man eh schon den Platzhalter für den Micro-SD-Card, kannst du mit diesem Plastikteilchen sozusagen ganz behutsam die Micro-SD-Card tiefer reinstecken, um es sozusagen einfach, damit es quasi mit einem Klick das Ganze auch, die Micro-SD-Card auch festsitzt. Also
sämtliche Probleme oder Fragestellungen wurden hier beantwortet und was eben praktisch ist, dass man mit externen Schnittstellen da arbeiten kann, mit verschiedenen Wallets. Es werden immer mehr populäre Wallets hinzukommen. Multisignatur-Wallets werden hinzukommen, mit dem man also mit dem Cobo Wallet dann Multisignatur-Wallets erstellen kann. Und ja, und ansonsten bis auf die MicroSD-Card-Problematik, also es ist nicht problematisch, es ist nur, man müsste das noch vielleicht explizit noch darauf hinweisen, dass es etwas mühsam sein kann, mit dem Finger oder mit der Hand manuell das sozusagen auf Klick da hineinzupressen, damit es auch stecken bleibt. Also dafür ist eben dieses Plastikteilchen auch mitgekommen, nur das müsste noch irgendwo explizit noch darauf hingewiesen werden. Also es ist auf jeden Fall ein schönes, praktisches Gerät, haptisch, liegt gut in der Hand, Fingerabdrucksensor, die Interoperabilität mit verschiedenen Schnittstellen, Wallets, also wirklich insgesamt gesehen eine gute Beurteilung, auch von mir jetzt, auch von mir und Ben. Und das wird wahrscheinlich auch der Prozess sein bei vielen, sagen wir mal, nicht nur bei Cobo Wallet, sondern bei vielen anderen Hardware-Herstellern. Vor allem, wenn es um luftdichte, sicherheitserhöhte Hardware-Wallets geht, die luftdicht sind, also air-gapped sind, überhaupt keinen Anschluss haben, wie zum Beispiel bei Trezor oder bei Bitbox und so weiter. Also du brauchst dann nicht mehr das mit einem USB-Anschluss anschließen. Du brauchst auch nichts mehr mit einem Browser oder mit dem Internet oder in irgendeiner Weise mit der Tastatur. Also all diese Sicherheitsrisiken werden auf ein Minimum reduziert oder gar beseitigt. Und diese Interoperabilität noch einmal ist wirklich zu betonen, das ist ganz wichtig, denn man hat dann zum Beispiel, wenn man einfach ein Cobo Vault und kann dann verschiedenste Wallets mit verschiedenen Schnittstellen, zum Beispiel Blue Wallet und dann in Zukunft mit anderen Wallets arbeiten. Die Interoperabilität ist wirklich ein großes Plus. Genau, so schaut dieses Plastikteilchen aus. Dafür ist es gedacht. Ich dachte, das ist ein Lesezeichen. Irgendwo habe ich, ich weiß nicht, entweder es ist wirklich dieser Hinweis ist irgendwo untergegangen, aber es wäre gut, wenn man das noch explizit darauf hinweist, dass mit diesem Teilchen, mit diesem harten Plastikteilchen, dass man die Micro-SD-Karte mit einem Klick dann einfach hineinschieben kann. Dort hinten nämlich auf der Rückseite, wo der Akku dann drauf ist, wo das auch eben mit einem magnetischen Mechanismus auch ganz geschmeidig eben zugemacht werden kann. Ja, also lasst uns wissen, was ist euer Feedback? Habt ihr Fragen? Hätte ich etwas vielleicht besser, genauer oder vielleicht ist es ein bisschen auch diese simultane Übersetzung, die ich da jetzt gemacht habe, vielleicht auch nicht so ideal. Aber ja, das Video dauert immerhin fast 40 Minuten und ich habe mir gedacht, damit das auch, damit ich auch jetzt, weil ich erstens mal das Cobo Wallet nicht bei mir habe im Moment, ja, da ich jetzt nicht in Wien bin, habe ich mir gedacht, das Rad brauche ich jetzt nicht neu erfinden. Er hat wirklich eine tolle BTC Sessions, der Ben bringt wirklich ganz exzellente Inhalte und ich habe mir gedacht, man sieht auch die Vorführung, die Demonstration, das Gerät, wie er was macht und so weiter, wie er was verbindet, die Schnittstellen, die Interoperabilität, die verschiedenen Sicherheitshinweise und so weiter und so fort. Und ja, ja, dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Lasst mich euer Feedback wissen. Meine nochmal so. Ich zeige euch nochmal, wo ihr den Ben BTC Sessions finden könnt, nämlich auf BTC Sessions und sein YouTube-Video, sein YouTube-Channel
Im konkreten Fall heißt Originaltitel How to Use a Bitcoin Hardware Wallet, Cobalt Vault, findet sie auf BTC Sessions. Und ja, ihr könnt mich finden auf Kevan Davani, beziehungsweise auf YouTube auch Kevan Davani. Und lasst mich wissen, eure Fragen, Kommentare, Ergänzungen, Wünsche, Sehnsüchte, und achtet wirklich auf eure Sicherheit, Privatsphäre. Und was ich mir wirklich vom Herzen wünschen würde, ist wirklich eine viel, viel vereinfachte User Experience, also Nutzererfahrung, Nutzerschnittstelle, eine bessere Nutzerfreundlichkeit. Ja, in jeder Hinsicht, ob das jetzt Mobile Wallets sind, Hardware Wallets sind, Full Nodes, also wirklich ein großes Lob auch noch einmal an MyNode. Also all diese Prozesse, diese technischen Raffinessen müssen noch vereinfachter gemacht werden, denn wenn wir uns wirklich die Massenadoption wünschen, dann sollte das auch möglich sein. Und das Potenzial ist da, es ist realistisch, es muss nur einfach mehr kommuniziert werden, mehr Investitionen auch hineinfließen von OGs, von Investoren, Venture Capitalists, Entrepreneurs, mehr Kommunikation zwischen den jeweiligen Produktentwicklern, Ingenieuren, Sachverständigen, kreativen Leuten, UX-Designers wie zum Beispiel Mayank, Patricia, Selene, die ich auch schon auf meine Show gehabt habe. Und somit vielen herzlichen Dank. Noch einmal einen großen Dankeschön an BTC Sessions und ja, bis bald. Tschüss.